Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen jetzt einen Termin, und zwar einen Einzeltermin, gemeinsam anlegen. Wir haben in unserem Beispiel uns eine Ausstellung Gotthard Kühl angelegt in unserem Museum Behnhaus. Wir haben die Ausstellungsdaten hinterlegt und wir haben eine Ausstellungsseite hinterlegt, aber uns fehlen jetzt noch die Veranstaltungen des Begleitprogramms. Und wir wollen ja mal damit starten, dass wir die Vernissage, die Eröffnung der Ausstellung, hinterlegen. Ich gehe hier in mein CMS hinein, ich gehe auf Extras und habe jetzt hier meine Termine vor mir. Zunächst wird mir eine Liste aller Termine angezeigt, ich aber gehe auf Anlegen, denn ich möchte jetzt einen Termin anlegen. So, wir beginnen natürlich oben und oben haben wir die verschiedenen Register mit den Abfragen. Zunächst haben wir gefragt, in welchem Haus soll der Termin stattfinden. Wir sagen im Museum Behnhaus Dregehaus. Wir werden gefragt nach dem Titel. Ich nenne das Ganze mal, Ausstellungseröffnung. Ausstellungseröffnung Gotthard Kühl. So. Dann brauchen wir noch einen Text. Ich habe hier einen Text vorbereitet, irgendwo in meinem Textdokument. Das soll mein Beispieltext sein zu meiner Vernissage. Ich gehe zurück in mein CMS, ich kopiere den Text hinein, gucke nochmal drauf, sieht gut aus. Ein Führer, also ein Vermittler, bei einer Führung habe ich jetzt gerade nicht. Im Internet veröffentlichen, ja, ich möchte, dass es sofort draußen zu sehen ist, mein Termin. Und mache weiter mit Zuordnung. So, als erstes kommt die Kategorie, ganz wichtig, das muss ich auswählen, denn wir sind ja an zentrale Veranstaltungskalender angeschlossen und dort erscheint immer auch die Kategorie. Danach können die Leute draußen später suchen. Es ist eine Vernissage. So, gehört es zu einer Veranstaltungsreihe? Nein, das tut es nicht. Gehört es zu einer Ausstellung? Oh ja, es gehört zu einer Ausstellung und zwar zu meiner Ausstellung, die ich bereits hinterlegt habe, Gotthard Kühl. Zielgruppe, bei keiner Auswahl, Zielgruppe alle. Ja, diese Eröffnung ist tatsächlich für alle Erwachsene bis Kinder geeignet, also schränke ich die Zielgruppe hier nicht weiter ein. Das könnte ich aber auch tun, wenn ich hier reinklicke. Lasse ich jetzt mal. Ich werde nach der Zeit gefragt. Datum. Ich will die Ausstellung öffnen am 1. Oktober und das Ganze soll losgehen um 19 Uhr. Und es wird wahrscheinlich andauern bis 22.30 Uhr. Eine Terminserie ist es nicht, das erkläre ich in einem weiteren Videotutorial. Einen abweichenden Ort, also zum Beispiel eine Eröffnung im Theater Lübeck vielleicht, habe ich nicht, sonst würde ich das dort eingeben. Und ich kann das auf der Karte anzeigen lassen, ich bleibe aber hier bei meiner Vernissage im Museum Behnhaus Dregehaus. Dann komme ich zu Preise Bilder, Terminbild. Wenn ich hier jetzt kein Bild auswähle, dann erscheint automatisch das Bild der Ausstellung. Mein Ausstellungsbild, das habe ich ja schon festgelegt, als ich die Ausstellung angelegt habe. Und hier ist ja die Verknüpfung da, das System weiß, aha, das gehört zu Gotthard Kühl und würde dann das Ausstellungsbild anzeigen. Ich wähle aus Spaß hier mal ein anderes Bild aus, weil ich habe hier ein Bild, das mir gut gefällt. Das habe ich im Behnhaus-Ordner im Bereich Angebotsbilder. Da weiß ich, da habe ich Bilder, die mir sehr gut gefallen. Und hier ist ein Bild, das passt für mich so schön. Und das übernehme ich mal. So, dann werde ich nach Preisen gefragt. Ich will hier immer meine Dreierpreise anzeigen lassen, also Erwachsene ermäßigte Kinder. Und hier sind alle Preise hinterlegt. Die Preise, diese Dreierpreise bekomme ich immer unter den Preisen, die vorher eine Zahl, bei denen eine Zahl vorne steht. Von 01 bis 20. In diesem Abend habe ich den Standardeintritt normal. So. Ich könnte einen abweichenden Preis oder einen Zusatztext hinterlegen. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich will den Standardeintritt nehmen. Unser normaler Museumseintritt für ein, ich sage mal, normales Museum. Der wird dann später angezeigt. Das werden wir gleich sehen. So, dann gibt es hier noch eine Besonderheit, nämlich Miadi. Das bedeutet, wenn ich es will, kann ich zukünftig auch über unseren Dienstleister Miadi Karten im Internet verkaufen, über den zentralen Veranstaltungskalender oder an den Vorverkaufsstellen.
Wenn ich das möchte, kann ich das hier mit eintragen. Bei so einer Eröffnung einer Sonderausstellung kann das sehr sinnvoll sein. Das mache ich hier jetzt einfach mal und sage, ja, soll auch über ein Jahr die verkauft werden. Ich habe viel, viel Platz in meiner Diele und sage einfach mal, 25 Karten dürfen gerne online verkauft werden. Jetzt muss ich noch die Preise alle auswendig wissen. Wenn ich das nicht tue, schaue ich nochmal nach, wie waren meine Preise überhaupt noch. Ich habe hier Standardeintritt normal. Das heißt, ich habe 7, 3,50, 2,50. Das trage ich hier ein. 7, 2,50, 3,50. So, und dann bin ich soweit durch und kann diesen Termin einmal abspeichern. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert draußen eigentlich. Ich gehe mal zu meiner Ausstellung, zu meiner Ausstellungsseite und sage mal Seite neu laden. So, jetzt kommt meine Ausstellungsseite und wenn ich hier nach unten scroll, meine Galerie ist klar, die hatte ich selbst angelegt, da, die nächsten Termine der Ausstellung, Samstag, 1.10. Vernissage. Schon ist die Vernissage mit dabei und auch mein Text wird angezeigt und unten wird sogar noch angezeigt mein Eintrittspreis. Und ich kann das Ganze auch noch zu meinem Kalender hinzufügen. Das ist für unsere Kunden, natürlich für unsere Besucherinnen und Besucher gedacht. So, das hat funktioniert. Es wird sogar automatisch hier unten angezeigt bei meiner Ausstellung und es erscheint natürlich auch unter Programm. Wir gucken nach. Ich klicke auf Programm, ich bin also in meinem Kalender und siehe da. Da ist sie auch, meine Ausstellungseröffnung Gotthard Kühl. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Die Sachen erscheinen und wenn ich hier im Kalender bin, kommt auch wieder der Link zur Ausstellung. Immer wieder der Querverweis und hier ist meine Ausstellungsseite. So schaffen wir es, einen Einzeltermin im System.